Wie komme ich jetzt? Wie komme ich jetzt da lang? Ich komme hier dahin, wo ich hin will. Ach, muss ich vielleicht doch nochmal das Ding in den Kasten holen, wa? Ach, ach ja. Dann nochmal ganz, Jo. So. Das läuft ja alles wunderbar, so. 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 Geht schneller, als wenn ich den jetzt so mühsam dahin schiebe. Ja, kurz an den Weg. So. So. Ja. Trotzdem die Frage. Eigentlich nicht. Aber bleib doch einfach mal oben stehen, ne? So. So, jetzt muss ich den leeren Läufer nehmen. Da hoch und da durch. So. Also, geht doch. Das war aber eine schwere Geburt. Meine Güte. Muss jetzt hier runter einfach? Ja, sieht so aus. Nee, ich finde nicht wirklich interessant. So, wo wollen wir jetzt hier anfangen? Hat der überhaupt keinen Hinweis hier? Hier geht er ja nicht durch mit dem Ding. Kann es ja nur in die Richtung sein. Oder auch nicht. Ach, komm her. Ja. Ach man, du sollst ihn nach runter, du sollst ihn da mitnehmen, so. Wo war der denn dann? Hab keine Ahnung. War irgendwie auch mal anfangen, ne? Dahin? Aber machen wir noch eben. Na, wobei, können wir mal probieren. So. Okay, ach gut, wir waren doch so richtig. Ja, kriegen wir uns noch nicht so ganz so viel hin hier, so. Nach oben. So, der muss jetzt da angemacht werden, der muss gedreht werden dann. So, und nochmal. Und nochmal, dann soll ich nochmal machen. So. Jetzt müssen wir da, wo der gerade hingeht, ja genau. Ach, da habe ich das doch hingekriegt, ja. Ach, ich war auch nicht, ich denke ein bisschen verquer hier, verkehrt. Ja, warum geht das wieder nicht? Weil das Spiel manchmal blöd ist. Hier geht wahrscheinlich, ja, von hier geht das, aber. Ach ja. Ja, manchmal ist das Spiel nicht ganz logisch. Warum muss ich bis hier? Warum kann ich das von hier aus nicht? Hier ist doch gar nichts. Nur eine unsichtbare Wand ist da. Das ist das Problem. Ach ja, regt mich auf sowas. Das ist da unnötig. So, was haben wir hier? Heiltränke. Hab ich doch gedacht. Brauchen wir gar nicht.
Ja, bisher, also brauchen wir aktuell keinen. Ach, wieder so eine Arena hier. Was ist der Schlüssel? So. Ja. Wie kann der diese riesigen Schlüssel eigentlich tragen, ey? Na? Ja. War klar, ne? Was ist jetzt passiert? So. Oh. So, komm her. Ah. Alter, lass das doch. Komm wieder hier jede Menge von denen. So, komm her. Du bist der Nächste. Oh. Oh nein! So, nehmen wir am besten so platt. So. Weicht doch aus. Oh. Oh, erwischt. Alter, ich habe, glaube ich, eine Idee, warum das so, mir so schwer vorkommt. Ich habe nämlich aus Versehen auch Apokalyptisch gestellt, glaube ich. Kann nur sein, dass ich aber Apokalyptisch spiele gerade. Der höchste Schwierigkeitsgrad. Ja, gut. Habe ich irgendwie, glaube ich, aus Versehen aktiviert. Glaube ich am Anfang. Aber naja, gut. Ist jetzt halt so. Kann ich auch nicht mehr rückgängig machen im Übrigen, also müssen wir jetzt so leben mit. Naja, gut. So. Deswegen kommen wir mir das so schwer vor. Weil jetzt halt ein Level drüber sind, also schwächer sind. So. Aber naja, gut, müssen wir jetzt halt durch. Ach, ja. Aus Übung, hä? So, das sieht aus wie der Chef. Ich rieche das Fleisch der Lebenden. Und ich sehe einen Feind vor mir, bereit für sein Ende. Du hast die Seele eines großen Wurms. Warum dienst du dem verlorenen König? Ich diene jenen, die mich rufen. Mein Wesen ist eine Inkarnation ihres Willens. Ich werde dich vernichten. Du kannst diese Gestalt vernichten, aber nicht mich. Meine Seele wandert nicht in den Quell, denn in mir schlägt die pure Macht des Abgrunds. Niemand kann ihr entkommen. Niemand überkommt den Tod. Dann beweise deine Behauptung. Frostfluch. Siege den Frostfluch. Einmal kurz gucken, was wir hier machen müssen. Deswegen kommt mir das ganze Spiel so schwer vor, ja. Weil ich ein Spiel als Hörspiele.
Ah, oh, das war schlecht. Hey! So. So, kein Problem. Auch kein Problem. Auch kein Problem. Ja, sieben. So. Komm her. Ach Gott, komm her. So. Ach ja. So. Geh wieder nach oben und jetzt macht er wieder seine Nummer. So. Ja, das war schlecht. Was kommt jetzt? Komm schon mal, geh wieder auf! Oh Gott! Ja, ich komm mir so langsam! Da war ich auch so langsam! Ich mache den Platz, keine Ahnung. So. Nee, ich muss offenbar nach hinten ausweichen oder so. Ah, ich kriege da nicht so ganz hin. Wird aber immer ziemlich knapp. So. Kein Problem, und nochmal. Jupp. Was soll ich jetzt mit dieser Kamera anfangen? So. Was macht er jetzt? So. Okay. Das lief ja erstmal sehr gut. Puh, das lief ja erstmal gut. So. So. Kein Problem, das ist nicht so schwer. Ah, Glück gehabt. Wäre ich fast reingelaufen. Oder reingerollt. So. Oh, so, das war's doch, jawohl! Ah.
Tja, ui. Erwischt. Hier zu Ostego zurück. Wow, wir haben es geschafft. Ohne dass ich gestorben bin, ey, guter Girl. Ich bin erstaunt von über mir selbst. Ich bin erstaunt über mich selbst. Was soll ich damit anfangen? Ich weiß es noch nicht. Oh, das war besser. Nehme ich den besten mal. Also. Bin hier fertig, ja? Sieht das so richtig? Jo, das war's dann. So. Verlies verlassen. So. Also bist du wieder da. Ich nehme an, du willst diesen Schatz. Keine Sorge, Reiter. Ostegoth hat seine Belohnung bekommen. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Frostgeschmiedete Zwillinge! Schicht aus Gletschereis! Formen die messerscharfen Kanten dieser Armklingen. Jeder Treffer der Zwillinge hinterlässt die Wunde mit einem gefrorenen Eisrand, welches jeden Schlag besonders grausam macht. Dazu kommt, dass der Zauber der Zwillinge jedem Gegner Zornenergie entzieht und dem Träger übertragen wird. Ah, ja. Yep. Ja, kaum Gold, aber das... Mitreisender. Das war's jetzt hier? Das war's? Das war jetzt, wenn ich richtig deute, war das jetzt, steht hier der Schwierigkeitsgrad drin? Ja, ich wollte eigentlich bestlisten, ne? Ich wollte, glaube ich, gucken, welchen Schwierigkeitsgrad wir aktiviert haben. Weiß nicht, ob hier drin steht. Ne. Steht hier gar nicht drin. Schade eigentlich, hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Aber steht das hier nicht drin. Ja. Wenn ich das richtig deute, dann war's das hier mit Argul's Tomb. Jetzt sind wir hier fertig mit dieser Erweiterung. Ja, das war's dann. Wo war jetzt nicht so lang? Und ja, was haben wir jetzt hier eigentlich an Waffe? Der haben wir jetzt gekriegt. Das ist schwächer als das, was wir haben, oder? Obwohl. Ja doch, der ist schwächer. Toll, er bringt nur Geld wahrscheinlich wie Sau, aber. Ja, gut. Das war's mit Argul's Tomb. Das war's mit der Erweiterung. Hier ist so gut, es gibt keine Endsequenz oder irgendwie sowas. Das war jetzt der Bossgegner, der war jetzt der Ende von der Erweiterung von dem Add-on, wenn man so sagen soll. Ja. Das war's ja auch mit diesem Let's Play. War ein recht kurzes Let's Play, wie gesagt. Ach, geh weg. Ich geh mal kurz weg, damit er uns nicht stört. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt Feedback. Falls es euch nicht gefallen hat, schreibt ebenfalls Feedback. Denn ohne Kritik wird nichts besser. Ja, ihr wisst das ja. Und ja, weil sonst habe ich beim nächsten Mal genau dasselbe. Ja, mit Daxas 2 ist noch nicht die zu Ende gegangen, das Let's Play. Jetzt war es die erste Erweiterung. Beim nächsten Mal gibt es dann die zweite. Die Abgrundschmiede heißt das. Oder auch oder The Abyssal Forge. Das ist dann die nächste Erweiterung, die wir irgendwann in absehbarer Zeit dann spielen. Werdet ihr dann entsprechend sehen. Und ja, daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Projekt.